Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead in Bermuda. Und es könnte die letzte Folge sein. Wenn die hier mit dem Craft nicht bald fertig sind, aber Juri und Bob sind eigentlich die besten Crafter. Wir werden ihm jetzt nochmal ein paar Crafting Skills hier reinfeuern. Okay, wie sieht's bei ihm aus? Nee, können wir nicht. Also Crafting ist Juri und Bob, eigentlich sind das da die Experten. Also, wir haben halt keine anderen Experten, ne? Sieht man schon, Juri und immer da, wo die Pfeile auch... Nee, das ist immer das, was jetzt gerade trainiert wird. Jetzt verstehe ich das mit den Pfeilen. Vielleicht ist es die letzte Folge, aber ich habe diesen Pfeil... weiß jetzt, wie man ihn deuten kann. Okay, wir gucken mal ganz kurz... Da sind wir bei 81%, also da müssen wir hoffen, dass das jetzt fertig wird, sonst war es das. Stein, Holz und Seil sind alles Sachen, die wir brauchen. Wie sieht es bei den beiden aus? Also, ja gut, müde und so weiter sind die natürlich. Hunger können wir nicht ändern. Das wird so bleiben. Campfire müssen wir uns natürlich noch angucken. Ja, guckt euch das mal an. Da hauen wir mal ein bisschen was rein. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Und natürlich wollten wir hier den einen, was wir noch hatten, auch nochmal reinhauen. Leute. Krasses Ding. Die sind hungrig und beide müde. Die müssen also wirklich schlafen. Wie sieht's bei ihr aus? Die ist auch bei 70. Na, er ist ja kurz vor Tod. Kurz vorm Ermüdungstod. Der muss auf jeden Fall hier schlafen. Und die beiden lassen wir... Ach, die sind unter 70. Alle unter 70 müssen arbeiten, würde ich sagen. Ja, das heißt, die Winters, die kann hier mal mit Scavenging, Harvesting wäre sie noch besser. Oder Exploration. Ach komm, die schicken wir auf Exploration. Ist immer noch so ein kleiner Joker, dass man da irgendwas Gutes findet. Boah, 15. Weil es hier 24 und Scavenging 23 und sie wäre hier 21. Ja, dann machen wir das lieber so. Obwohl, Exploration, ne, ist auch nicht seins. Hängt alles davon ab, ob wir jetzt die Angel kriegen und der Bob jetzt gleich angeln kann. Jo. Ja, klar, können wir nochmal gucken. War der freundliche Hinweis, dass unser Wasser langsam zur Neige geht, aber können wir ja nun nicht ändern. Ist wie es ist. Ja. Never mind. Was wollen wir da machen? Das Ding ist fertig. Stärke dazu gewonnen. Cool. Nice. Ehe die Müdigkeit. Bisschen gesunken. Aber immer noch im kritischen Bereich. 4 Früchte. Die hauen wir komplett jetzt in den Wassertank. Ist ja logisch. Haben natürlich wieder alle Hunger. Ein Stein. Oh, fuck. Also hier, dieser Arbeitsposten, der macht die Leute mal richtig erschöpft. Alter Verwalter. Ja, klar. Hast du Hunger alles, ne? Gucken mal, was uns das hier bringt. Ein großes X. Tja. Wir gucken es uns mal an. Sieht so aus, als wäre da irgendwas begraben. Oder es ist eine Falle. Ja gut, Leute, wir sind so oder so im Arsch. Da können wir ruhig auch mal mit Stealthy Julia da mal hingucken. Der Totenkopf blinkt bei ihr schon. Kleines Loch gräbt sie rein mit ihren bloßen Händen. Ach, eine Holzbox. Geil. Getrocknete Wurst. Geil. Hier mal Dried Meal. Das ist cool. Also der... 75 Müdigkeit. Die ist auch total müde. Zack. Und sie ist auch erschöpft. Aber noch nicht so ganz schlimm. Also über 90 muss in die Hütte. Oh ja, er muss hier auch hin. Nutzt alles nichts. Alter Verwalter. Wie sieht's hier aus? 85, 72... Dann setzen wir sie nochmal ans Lagerfeuer mit.
Und die beiden können ja gerade eh nichts machen. Cooking Pot wäre natürlich schön. Der Bob soll... Ja. Der Bob kriegt mal schön was zu essen, ne? Haben wir nicht irgendwas? Hier, sowas. Bah. Nee, die Früchte sollen ja in Wassertank. Ich dachte, wir können das Essen vielleicht jetzt hier zwischendurch mal verteilen. Geht aber nicht. So, der geht natürlich angeln, der Bob. Bob, der Angelmeister. Zack. Fishing 72. Haben wir noch jemanden, der fischen kann? Vielleicht hauen wir da lieber die Iliana noch zum Fischen. Hat sie immerhin 22. Weil er müsste eigentlich auch mal ans Lagerfeuer gegen seine Depressionen. Ja. Dann machen wir das so. Das kommt hier alles in den Wassertank. Reicht 3 Tage. Grob über den Daumen gepeilt. Und er fängt hoffentlich was. Und wir hauen sie noch einfach dazu. Dann sind die zu zweit. Vielleicht klappt das gut mit dem Fischen. Dann haben wir natürlich keinen, der die Karte erkundet und so. Aber das ist egal. Jetzt müssen sie hier stick together, guys. Bleibt zusammen. Setzt euch ans Lagerfeuer. Schlaft ein bisschen. Und vor allen Dingen... Angelt bitte schöne, viele Fische. Dieser Kochtopf. Kochtopf wäre natürlich auch noch eine super Sache. Ich glaube, mit dem bisschen Fisch, das reicht nicht, um die Jungs und Mädels am Leben zu erhalten. Aber wir haben ja noch eine Mahlzeit da gefunden im Dschungel. Gucken, Depression geht auf jeden Fall runter. Müdigkeit auch ein bisschen. Up and running. Müdigkeit sinkt schneller. Cool. Ja, auch wieder aus dem roten Bereich. Die anderen beiden noch nicht. Aber Juri ist wieder voll einsatzfähig. 6-mal frischer Fisch. Okay. Dann, ach, die Alice will natürlich wieder... Du siehst so traurig aus, mein Lieber, ja. Du kannst mit mir sprechen. Sag mir doch, was du fühlst. Hungrig, würde ich sagen, ne? Ach, guckt mal. Das war ein kurzes Gespräch. Dafür ist Jakobs Depression ordentlich gesunken. Und seine Meinung über Alice ist gestiegen. Hat sich verbessert. Das ist doch super. Und noch alle unter 100%. Das ist doch gegen Hunger. Ja. Also, das kriegt auf jeden Fall mal die Kleine hier. Boah, alter Verwalter. 3 haben wir noch. 1, 2, 3 zum Beispiel. 1, 2, 3. Und dann hauen wir den Fisch noch rein hier. Ja, auch wenn sich da die Gesundheit verschlechtert, beziehungsweise die Krankheit halt ansteigt, ist egal. Und wir hauen alles raus. Wir hauen alles raus. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich schätze, wenn wir den Fisch kochen könnten, wäre das eine super Sache. Wow, 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 wow. Vielleicht sind wir dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Ja, ja. Ist schon alles klar, alles klar. Okay. So, Freunde, jetzt gilt's. Wir brauchen 2 Fischerleute. Die lassen wir beide hier beim Fischen. Das passt. Dann brauchen wir jemanden, der gut hier... was brauchen wir da? Gut scavengen kann. Ja, ich merk's mir einfach nicht. Ich werde mir irgendwann nochmal einen Zettel machen, da muss ich hier nicht mehr gucken. Da hätten wir auf jeden Fall Juri und Alejandro, in der Tat. Na, so ganz falsch. 50% hatte ich schon. Aber mit seiner scheiß Depression. Gibt's da nicht irgendwelche... Würde sich auch fast lohnen, ne? Miracle Portion. Intelligenz. Boah, braucht er nicht. Hau ihm das mal rein. Ach. Ach komm, hauen wir mal rein. So. Der kann da einfach nicht rumsitzen, der muss scavengen. So, hier brauchen wir natürlich wieder Leute, die gut harvesten können.
Gucken wir nochmal ganz schnell. Bisschen ernten, bisschen sammeln, bisschen sowas machen. Ja, wäre auch der Alejandro. Ansonsten alternativ die Winters. Winters noch. Und Alice übrigens. Ah ja, dann hauen wir die da hin. Die. Und die. Dass wir hier ein bisschen noch Wassernachschub kriegen. Und die beiden gehen mal auf Exploration Tour. Können die auch einfach in die Bibliothek natürlich setzen. Aber aktuell fehlt uns ja hier auch noch das ganze Zeug. Oh Mann, und zwar haufenweise. Steine, Holz und Seil. Müssen wir uns mit rohen Fisch erstmal über Wasser halten. Und ich glaube aber, erkunden ist ganz cool. Das machen wir mal weiter. Wobei, wie sieht es denn mit dem mit Fischen aus? Wäre nämlich bei 48, Freunde. Dann setzen wir sie doch nochmal hier ruhig in die Bibliothek. Kann die nebenbei ein bisschen forschen. Ich glaube, das ist ihr auch ganz recht. Und der Jacob, der geht mal schön mit Fischen mit Bob. Der hat 70, der hat 48. Kann eigentlich nur was Gutes bei rumkommen. Was? Ach so. Nix hier ausgewählt. Ja, machen wir der Reihe nach. Oder einfach mal ein bisschen Holz zwischendurch, weil wir das auch fürs Feuer benutzen können. Einfach mal ein bisschen Holz zwischendurch. Holz brauchen wir immer. Machen wir mal Focus on Wood. Ja, finde es ganz gut, dass es immer die kleinen Hinweise noch gibt. Sie erforscht hier schön weiter. Ja, gut, Müdigkeit, aber alles noch unter 90. Beziehungsweise unter 100. Wir sind ja schon glücklich, wenn es nicht über 100 geht und die Leute nicht sterben. Oh, wow, 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 wow. So, wie sieht's hier aus? Holz plus 5 und Müdigkeit ist noch im orangen Bereich. Ach, schade, dass sie nicht gut zusammenarbeiten können. Aber auch darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Tja, Leute. 89 Müdigkeit. Lassen wir das alles so, wie es ist. Würde ich fast vorschlagen. Gucken uns hier nochmal das Feuer an. Hauen da nochmal eins rein. Und werden weiter Holz sammeln. Hat er das noch gespeichert? Egal, wir haben es nochmal geklickt und hoffen, dass wir irgendwie was Schönes entdecken. So, Müdigkeit steigt, ja, auf die 90 hoch. Die haben nochmal schön Fisch. Das ist ganz cool. Früchte, auch gut. Oh, fuck. Alter Falter, nee, Alice soll nicht sterben. Das wäre gar nicht gut. Ja, die sind noch ganz gut drauf. Ah, kräftige Männer. Und guckt mal, das hat den beiden gut getan. Also, einfach machen lassen. So, sie hat was entdeckt. Ein neues Gebiet. Und ist tot. Cool. Fuck, shit. Julia ist gestorben, Freunde. Das ist natürlich sehr traurig. Wird natürlich auch die Depression bei den Leuten hier steigern, schätze ich. Sie ist weg. Ich habe sie nicht wirklich gemocht, aber sie war hier von Anfang an mit uns. Das ist traurig, schätze ich. Ach, gar nicht gut. Alter Verwalter und die... Ja, na klar, Bob ist auch tot. Und die ist auch tot. Eieiei, Freunde. Was soll ich sagen? Ich glaube, das macht wenig Sinn, das jetzt hier noch weiter durchzuziehen. Also, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben, ja? Wo wir dann, wir wissen jetzt, wir müssen uns mehr aufs Craften konzentrieren. Müssen natürlich gucken, dass wir nicht die 100% zu erreichen, aber wegen Hunger, ne? Hunger und Müdigkeit. Also das dürfen wir nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Also da müssen wir uns auf jeden Fall drauf konzentrieren. Das werden wir auch machen. Und ja, es soll ja noch eine deutsche Version geben. Dann, ja, müsst ihr nicht mit meinem rudimentären Englisch hier auskommen und dann mal gucken, wie sie das so übersetzt haben. Vielleicht gibt es auch wieder Community
Projekt. Viele Grüße an Shigeru Ren, der ja, ein bisschen guckt, ob er da vielleicht einen German Patch nochmal entwickelt. Aber mal gucken, was die Entwickler hier noch so aus der deutschen Übersetzung machen. Dann wird es eine zweite Staffel geben. So oder so. Mal schauen, wann die deutsche Übersetzung kommt. Sonst wird das Ding hier nochmal in Englisch gezockt. Also das soll schon klappen. Das Ding ist einfach, jetzt sind zu viele Leute tot. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Auch der Bob, unser Angelmeister, ist weg. Im Gegensatz zu Sheltered kommen hier halt irgendwie keine neuen Leute dazu, was ja schade ist. Spiel an sich macht schon Spaß. Also der Anfang ist ein bisschen zäh, aber zweite Staffel, da wird das Tutorial übersprungen und dann geht es direkt rein in die Handlung und dann schauen wir, ob das so funktioniert. Mehr craften, mehr Research und mehr Rohstoffe. Und vielleicht weniger erkunden am Anfang, ja, das Erkunden vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Vielleicht hast du ja schon das Spiel ein bisschen weitergespielt, kannst mir ein paar Tipps geben, dann bitte jetzt in die Kommentare, dann werde ich das auf jeden Fall einbauen in Staffel 2. Wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.